die Dorfgemeinschaft als solche, sag ich mal, sie ist schon, naja, sehr verstritten. Die einen, die haben halt eben, was weiß ich, unklare Beschäftigungsverhältnisse, ja, wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen, ja, also haben Zukunftsängste, ja, wohin soll das dann gehen? Und wenn jetzt Vattenfall als Tagebaubetreiber jetzt kommt, na, mit der Offerte, hier guck mal, es wird was verhandelt, dann kommt ein Ergebnis raus und dann wird gesagt, du kriegst jetzt für dein Haus mindestens das, für dein Grundstück mindestens das. So. Und das ist schon beachtlich, sag ich mal, was dort für Summen gezahlt werden. Das ist schon richtig, sag ich mal. Ja, gut. Und wenn ich jetzt in eben naja, sozialen, wackeligen Umfeld stehe jetzt, ja, wobei ich jetzt niemandem zu nahe treten möchte, ne, dann ist das doch für mich die Einladung hoch 4. Ja, dann sage ich, wisst ihr was, wenn ich das nicht nehmen würde, wäre ich ja eigentlich schön doof. Um das mal so ganz spitz zu sagen. Dann nehme ich das und ziehe um. Weil, und jetzt kommen wieder die Sachen, ich müsste ja an meinem Haus vielleicht was machen. Dach neu. Keller feucht. Die Abwassergeschichte kommt ja jetzt hier mit den Bio-Kläranlagen. Ne? Was ist denn dann bequemer? Jetzt ganz ehrlich, und so kauft man sich ein. Wenn man jetzt sagen würde, pass auf, ihr werdet entschädigt nach ortsüblicher, was weiß ich, Lage jetzt. Ja, was denken Sie, was dann hier los wäre? Da wäre hier niemand dafür. Vattenfall ist und bleibt, sag ich mal, in profitorientierter Betrieb. Und wenn die mal irgendwann sich ausrechnen, und das ist ja jetzt schon so, sag ich mal, die müssten dafür jetzt mal richtig bezahlen, was sie eigentlich an Förderabgaben bezahlen müssten, an Wassergeld, an Verschmutzungsrechte und was weiß ich noch nie, da hätten die ihren Betrieb schon lange aufgegeben. Und wenn man denen sagt, hier passt mal auf, Leute, ihr habt Braunkohle, Tagebau, ja, Genehmigte, die reichen nach euren eigenen Angaben bis rein Ende 30, 40, also 2030, 2040. Ne? Wie lange braucht denn ihr noch Übergangszeiten? Da fällt mir wirklich nichts dazu ein. Da habe ich aber den Herrn Tillich und der Bundeskanzlerin, der Frau Hendricks, Briefe geschrieben ohne Ende, auch dem Herrn Gabriel, und habe gesagt, nennen Sie mir dann bitte mal ein einziges Gewerk, ein einziges, was solche Übergangsfristen hat. Ja, also wo die Planungssicherheit brauchen für ihre Kraftwerke. Sowas, ja. Und wenn man dann in der Zeitung liest, dass die Kraftwerke, also gerade Boxberg, was ja hier drüben ist, ja so hocheffizient und was weiß ich noch nie ist, sag ich mal, und die ja ihre Leistung schon runterfahren, sag ich mal, genehmigt bekommen haben, weil sie so wenig verbrauchen, ja, warum brauchen die dann so viel Braunkohle? Ja, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen, weil das ist nun mal die Zukunft und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen, Gott sei Dank auch, sag ich mal, das ist halt so. Das Verkokeln bringt nicht viel. Ja, das ist heute mal da und morgen ist es weg, aus Ende und übrig bleibt ein Loch. So, gibt es in Sachsen dann keine Erweiterungspläne mehr? Wo sind die? Nö, darüber rede ich mit Ihnen auch nicht. Nö, das verstehe ich nie. Also das ist mir irgendwo zu hoch. Das, naja, und wenn man jetzt umziehen muss, na, wobei das Umziehen ist ja das geschönte Wort, ja, man wird ja dann doch irgendwie vertrieben. Ja, man weiß, also ich persönlich weiß jetzt noch nicht so richtig, wohin wir gehen, das ist immer wieder bei dem Thema, sag ich mal, wir wissen es noch nie, weil, wie gesagt, das hier ist unser Zuhause, das ist unsere Heimat. So, also Plan B oder C oder so haben wir nicht. Das ist für uns auch noch nicht so richtig fassbar, sag ich mal. Das wird dann wahrscheinlich erst kommen, wenn wirklich Leute dann hier vor der Tür stehen und sagen, so, pass mal auf, hopp, hopp, ihr müsst. Ansonsten kommt, wie gesagt, das Bergbaugesetz. Und dann werden wir euch schon weich kochen. So.